Thomas Litscher, Regenbogen-Trikot, Goldmedaille und 23 Weltmeister hier in Chambéry. Wie ist das Gefühl? Ja, genial. Ich habe das ganze Jahr darauf hingearbeitet und das ganze Jahr eine super Saison gehabt und das ist jetzt König von meiner Saison und ich bin sehr happy über das. Ja. Du hast gesagt, das ganze Jahr auf das hingearbeitet. Wie viele schlaflose Nächte hast du wegen dem heutigen Rennen gehabt? Ja, ich habe manchmal schon nicht so gut einschlafen, weil schon immer ein paar Gedanken in den Kopf gegangen und die Woche halt. Ja, aber ich habe es lange ein bisschen verdrängt. Zuerst einmal die Weltcups, die gekommen sind, ist natürlich ein anderes Ziel gehabt diese Saison. Und jetzt, ja, nach dem Weltcup-Finale habe ich nochmal speziell vorbereitet und ich bin wirklich froh, dass es aufgegangen ist. Im Team Relay ist es dir nicht ganz so nach Wunsch gelaufen. Hätte ich das auch von Zweifeln im Hinblick auf das U23-Rennen? Nein, im Team Relay war es eigentlich nicht so schlecht. Das Problem war, dass ich mich verkrampft im Wald. Aber ja, die Franzosen, ich denke, es war nur schlagbar gewesen, wirklich. Aber wir haben eine solide Leistung gezeigt. Was war heute der Schlüssel zum Erfolg? Ja, ich denke, einfach, heute war der Tag für mich. Ich hatte super Velo. Das Full ist für mich das Beste auf dieser Strecke. Und ich bin eigentlich auch die Aufstieg aufgeflogen. Die Zuschauer waren natürlich genial. Die haben mich auf gejagt, das Schweizer Publikum. Und die Abfahrt super gefahren, im technischen Bereich überall super gefahren. Guter Rhythmus gefahren und so. Es ist aufgegangen. Herzliche Gratulation. Danke.